Mein Name ist Rödo Arte und ich präsentiere Ihnen in diesem Video Flutmaster. Durch Flutmaster wird dem Kind das Spielen auf der Blockflöte beigebracht, in dem das echte Instrument auch genutzt werden muss, aber auch zeitgleich und intuitiv die Musiktheorie als solches näher gebracht wird. Flutmaster ist so aufgebaut, dass es sowohl für das autodidaktische Lernen zu Hause geeignet ist, aber auch für den Einsatz im Musikunterricht. Doch bevor es losgeht, muss man ein Spielerprofil anlegen. Hier kann man so viele Profile anlegen, wie man möchte, was gerade für Eltern mit mehreren Kindern Sinn macht. Lehrer hingegen können hier pro Klasse ein Profil anlegen, um so die unterschiedlichen Fortschritte der Klassen speichern zu können. Nach Anlage des Profils wird man über ein Tutorial in die Geschichte vom Piraten Horatio eingeführt. Dies ist ein wichtiger Bestandteil, damit sich vor allem Kinder mit der Geschichte des Piraten Horatio auseinandersetzen, um so auch schnell Zugang zur Flutmaster zu bekommen. Der Pirat Horatio geht auf die Reise der Musikwelt und stoßt hier auf das Abenteuer mit dem Drachen Cornelius. Dieser Drache ist lieb, benötigt aber die Hilfe von Horatio, da dieser sich von Erdbeeren ernährt, jedoch Fledermäuse ihm diese wegessen möchten. Um sie daran zu hindern, benötigt man nun eine echte Blockflöte, welche auch grafisch sehr schön erläutert wird. Hier sehen Sie beispielsweise die Animation, wie die Griffweise auf der Flöte zu halten ist, als auch der dazugehörige Name der betroffenen Musiknote und wo sie auch im Musiknotenliniensystem sitzt. Gleichzeitig wird aber auch der richtige Ton vorgespielt. Nachdem uns erklärt wurde, wie Flutmaster funktioniert, beginnen wir nun mit dem ersten Musikstück. Wichtig ist, dass die Kinder immer mit der ersten Note beginnen müssen. Es ist also nicht möglich, bereits schon mit drei Grifflöchern beispielsweise zu beginnen, um so das Kind nicht gleich zu Beginn des Spiels zu überfordern. Deshalb bauen alle Levels bzw. Lieder didaktisch aufeinander auf, was auch von Lehrern gerne genutzt wird, da diese keine aufwendige Unterrichtsvorbereitung mehr machen müssen und so sich anhand von Flutmaster führen lassen können. Sobald wir nun das erste Musikstück ausgewählt haben, geht es schon los. Rechts sehen wir einen Turm, auf welchem der Drache Cornelius sitzt. Von links kommen die Fledermäuse auf der entsprechenden Höhe bzw. dem Griffloch, welche an die Erdbeeren wollen. Sobald diese auf die Fenster des Turms zufliegen, müssen wir nun auf der Flöte das richtige Griffloch spielen. Der Schweif der Fledermäuse gibt wiederum die zu spielende Notenlänge wieder. Wenn wir gar nicht oder falsch spielen, fliegen die Fledermäuse vorbei und essen dann die Erdbeere. Auch bekommt man während dem Spielen Punkte, sodass vor allem Kinder und Klassen dazu animiert werden, die Highscores zu knacken und so oft üben, bis sie die volle Punktzahl erreicht haben. Sobald man nun die ersten drei Lieder erfolgreich gespielt hat, kommt die zweite Note bzw. das zweite Griffloch hinzu. Je Griffloch müssen somit immer drei Lieder gemeistert werden. Generell sind 30 Lieder enthalten, von klassischen Stücken bis hin zu Rock oder Hip-Hop, welches eigens von uns komponiert wurden, um den Kindern die nötige Abwechslung bieten zu können. Kann man sich die dazugehörigen Notenblätter anzeigen und auch vorspielen lassen. Die Farben der Noten, die sich übrigens durch das ganze Spiel durchziehen, können bei Bedarf auch abgeschaltet werden. Gerade bei Lehrern ein sehr gern genutztes Feature. Allerdings kommen wir immer über das Spiel, sodass der theoretische Ansatz bzw. das Musiknotenblatt als solches nur dann eingeblendet werden kann, wenn man es möchte. Es ist allerdings kein Muss. Generell können Sie sehen, dass wir sehr viel Wert auf schöne Animationen legen, um so vor allem die Kinder besser zu erreichen. Hinzu kommt, dass Flutmaster in mehreren Sprachen erhältlich ist und diese auch einfach umgestellt werden können. Aktuell können Sie Flutmaster auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch oder Französisch umstellen und spielen. Der in Flutmaster zugrunde liegende didaktische Ansatz wurde bereits weltweit prämiert. Unter anderem durch das Programm von Microsoft Partners in Learning mit dem ersten Platz weltweit. Ebenfalls wird Flutmaster schon bereits über den Globus verteilt eingesetzt, sowohl zu Hause als auch im Unterricht. Generell findet die Entwicklung immer in Zusammenarbeit mit Pädagogen und Kindern statt.
Flutmasse selbst ist mit allen Sopranblockflöten, sowohl deutsche oder barocke Griffweise, kompatibel, egal ob aus Kunststoff oder aus Holz. Die Zielgruppe liegt hier zwischen 6 bis 12 Jahren, sowie auch Lehrer, egal ob sie Musiklehrer oder fachfremde Lehrer sind.